Hallo! Hi! Ihr seht, ich bin nicht alleine und auch nicht in gewohnter Umgebung. Sarah ist bei mir. Ich bin gerade in Berlin für ein Event und ja, wir sind durch die Straßen gebummelt, wollte ich schon sagen, eigentlich nicht. Wir waren eigentlich unterwegs und haben dann bei DM richtig viele Adventskalender entdeckt. Zufälligerweise. 11 Uhr abends, mein Ohr ist rot, mir ist warm. Du bist krank. Mir ist aber auch voll warm, ja. Und ich bin krank, aber Julia ist auf eigene Gefahr hier. Ja. Und wenn sie sich ansteckt, bin ich nicht dran schuld, weil ich bin extrem krank, Leute. Und dass ich eigentlich vor der Kamera sitze, ist wirklich ein Weltwunder, oder? Ja, das stimmt. Du warst echt richtig fertig heute. Ja. Aber ich habe mich für euch fertig gemacht. Denn es gibt was Krasses. Und zwar haben wir den NYX Adventskalender gefunden. Und das Krasse ist, dass der einfach 31 Türchen hat. Das haben wir eben erst entdeckt, weil wir haben bei Sarah schon die ersten 17 Türchen geöffnet. Vielleicht kommt der auch von Sarah, dann... Welcome back. Und wir machen jetzt die anderen sozusagen 16 Türchen noch auf. Ja. Und ich bin mega gespannt, auch was Silvester drin ist, was Weihnachten drin ist. Ja. Weil bisher war der Kalender so Bombe eigentlich. Also was ist eigentlich? Der war Bombe. Da waren nur Full-Size-Produkte drin. Verrat nicht zu viel. Genau. Und am besten bei Sarah. Bevor das Julia noch vergisst, Julia verlost auch noch einen Adventskalender. Könnt ihr bei ihr gewinnen. Und übrigens, NYX wird richtig sauer sein, wenn du NYX, also zu NYX sagst, weil NYX heißt nix. Echt? Ja. Ich habe auch immer NYX gesagt und dann bin ich irgendwann mal zu NYX gegangen, zum Event. Und ich so, sag bloß nie wieder NYX, es heißt NYX. Okay, dann heißt es ab jetzt der NYX-Adventskalender. Ja. Okay, dann darfst du auch anfangen. Du bist schließlich Gast immer. Ich bin dein Gast und ich darf anfangen. Hier ist die 18. Genau, es geht weiter mit der 18. Bin ich mal gespannt, ich brauche wieder den kleinen Löffel. Bitte schön, wir haben ein Hilfsmittel. Das lässt sich ganz schön schwer rausholen. Hier haben wir auch was richtig Cooles, und zwar ein Lip Balm, auch wieder ein Full-Size-Produkt. Der Adventskalender hat übrigens 50 Euro gekostet, Leute, also eigentlich schon ziemlich teuer für die Drogerie, aber hier sind 31 Türchen und nur bisher Full-Size-Produkte. So, das ist hier von NYX der This Is Everything Lip Scrub. Oha, voll cool. Peeling. Nice. So sieht das Ganze hier aus und wie gesagt auch Full-Size. Mega. Ja, ich glaube, der Adventskalender wird mein Lieblings-Adventskalender dieses Jahr. Also der wird bestimmt schnell ausverkauft sein. Das denke ich auch. Und Leute, dann rennt jetzt los, weil wir haben ihn ja schließlich auch gefunden. Ja, okay. Den gibt es eigentlich überall jetzt bei DM zu kaufen, ne? Weil die waren ja schon ausgestellt. Genau, ich denke, nach und nach kommt die bei jedem. Ja. Machen wir weiter mit 19. Hier haben wir wieder ein Liquid Highlighter. Away We Glow in der Farbe State of Flux. Also so ein rosa Metallic-Ton. Also ich muss sagen, ich bin zwar nicht so der Fan von Liquid-Highlightern, aber... Ich schon, ich mag das. Okay, gut. Aber ich denke, muss ja auch nicht. So, 20 ist direkt oben drüber. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier ist wieder was Metallisches drin, was ich auch nicht so mag. Wow! Habt ihr das gesehen? Ja, so ein Metallic... In grün. Eine Lip Cream in grün? Ja, okay. Ist jetzt nicht so tragbar. Klar, ist ganz cool, aber ist die Farbe extra... Ich kann es gar nicht lesen... Ich kann es ohne Brille, so kleine Sachen kann ich einfach nicht lesen. Extraterrestrial. Okay. Ich kann es einfach nicht lesen, aber es ist auch so dunkel. Ja, es ist schwarz auf dunkelgrün. Aber okay, die Farbe finde ich absolut untragbar. Ja, finde ich auch untragbar. Finde ich auch nicht so toll. Aber man muss dazu sagen, dass bisher noch nichts Untragbares dabei war. Nee, ist okay. Also. Damit können wir leben. Ja. ist jetzt nicht so für den Alltag, aber ja, vielleicht für nächstes Halloween. Fasching ist ja dann auch bald. Genau. Ja, es gibt da wahrscheinlich auch Leute, die tragen es auch gerne im Alltag oder so. Ich jetzt persönlich nicht, aber ja. Gut, dann machen wir weiter. Mit 21. 21, ja. Als wir eben gesehen haben, dass da einfach Türchen 31 draufstehen. Wir waren richtig schockiert, Leute. Ne? Das war richtig so, oha, können wir das jetzt glauben? Wir haben erst gedacht, das wäre ein Druckfehler. Ja. So, wir sind die Einzigen, die einen falschen Kalender haben. Mann. Dann ploppt das wieder so nach oben wie bei mir. Worth the Hype. Oh, die ist aber gut. Ja, Worth the Hype. In schwarz einfach nur. Oh, Leute, so gut, ne? Und ich habe noch nie eine NYX-Mascara ausprobiert. Aber nice. Die musst du ausprobieren, die ist wirklich mega. Ja, das ist gut. So, 22 ist direkt oben drüber. Da hat übrigens meine Mutter Geburtstag. Oha, guck mal. Hier haben wir, na okay, ist auch nicht so tragbar. Glitter Goals Liquid Lipstick. Das ist ein glitzerndes Lila, aber auch Full Size. So sieht das Ganze aus. Also wie gesagt, komplett Glitzer und Lila. Ich werde es vielleicht mal, oder nee, es ist zugeklebt. Ich pack's lieber nicht aus. Nee. Meiner Meinung nach auch nicht so toll. Es geht. X-Infinity heißt die Farbe. Also schon zwei Produkte, die eher nicht so für jeden geeignet sind. Wir wollen ja auch immer ehrlich sein, das ist ganz wichtig. Ihr könnt euch ja selber eure Meinung bilden, aber wir sagen immer so unsere Meinung. Genau. Ja. Okay, 23 ist mal wieder ein kleineres Türchen. Oh, wieder ein Pigment. Ja, aber ein richtig schönes Pigment. Ja, ich glaube, Pigmente nutzt man ja auch gerade so zur Weihnachts- und Silvesterzeit. Ja. Das ist die Farbe Rose. Ich hoffe, man kann das sehen. Halt so ein rosa Glitzer mit ein bisschen lila Einstich. Schöne Farbe auf jeden Fall. Ja, finde ich auch.
So, sind wir ja schon bei 24. Ja, und eigentlich wäre das das Ende. Eigentlich. Ja, aber ich erwarte trotzdem, dass am 24. Ja. was Krasses ist. Ja, okay. Okay, aber da ist eigentlich alles ein bisschen krass gewesen. Ja, weil es ja alles Full-Size war. Ja. Also, hier haben wir einen NYX Lingerie in der Farbe Seduction. Das ist doch so ein gehypter, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist auf jeden Fall so ein richtig schöner Nude-Ton. Ja. Wir haben ein paar Probleme mit dem Fokus hier, weil wir zwei Menschen sind und dann fokussiert das hier nicht so gut. Ja. Aber genau, ansonsten könnt ihr auch alles googeln. Ja. So, jetzt schaust du schon weiter mit der 25. Müsste hier irgendwo sein. Hier ist die auch nicht, glaube ich, hier. Ich finde ja immer normalerweise, der 25. ist immer so ein trauriger Tag, weil da hat man nichts mehr zu auspacken. Und das hat man dann nicht. Oh, cool. Das ist wirklich cool. Hier drin befindet sich... Ach, ich mach's jetzt so. Ja. Achtung. Geht's? Nee. Okay. Hier drin befindet sich eine Soft Matte Lip Cream, diesmal nicht metallisch, in der Farbe... Hat die also einen normalen Farbton? Milan. Wunderschöne Farbe, so ein Rosenholzton, fast schon nur ein bisschen heller halt, nicht so movig. Ja. Eigentlich perfekte Alltagsfarbe. Ja. Ich denke, die wird halt voll vielen stehen. Finde ich auch. So, 26 ist direkt hier daneben. Und hier haben wir wieder so ein... Was ist das denn? Eyeliner? Ich glaube, ein Wonder Pencil. Ist für alles geeignet. Ach, das ist cool. Für jede Lippenfarbe, jeden Lippenstift. Genau. Kannst du für einen als Lipliner verwenden, als Kajal, als Concealer, als Brightener, als alles. Genau. Ist einfach so ein Wonder Pencil in dieser Farbe hier. Also einfach in so einem Nude. Ja, kann man leider nicht sehen. Tut mir leid. Aber das ist trotzdem cool. Ja. So, 27. Oha, ich kann es nicht glauben, ne? Ich kann es auch nicht glauben. Hier. Jetzt ist hier eine Dings drin. Eine Probe auf einmal. So eine kleine. Soft Matte Lip Cream. In der Farbe Kopenhagen, also Kopenhagen. Ich glaube aber, die sind noch kleiner als die vom letzten Jahr, kann das sein? Das sind ja so Mini-Mini-Pröbchen. Also letztes Jahr waren ja schon kleiner, aber die sind noch kleiner als die vom letzten Jahr. Ich finde das so komisch, dass bis 27 nichts da drin war, was klein war und jetzt auf einmal so ein Mini-Ding. Vielleicht müssen die sparen, das kann sein, weil die halt schon so viel rausgehauen haben. Aber finde ich jetzt auch nicht so krass schlimm. Nee, finde ich auch nicht schlimm, weil das braucht man eh nicht auf sowas. So, 28. Wo ist die 28? Ist schon fast alles offen. Mhm. Hier. Ja. Okay, hier haben wir wieder was Großes drin. Und zwar haben wir hier einen HD Studio Concealer. Das verstehe ich nicht. Warum macht man in als CB Brand... In CB10. Das ist eine sehr, sehr helle Farbe. Ja, aber warum macht man als Brand einen Concealer rein, wenn du gar nicht weißt, was für ein Hautton das ist? Finde ich auch ein bisschen komisch, aber es ist halt sehr, sehr hell, ne? Ja gut, aber wenn du sehr, sehr dunkel bist, dann kannst du damit halt wohl wenig anfangen. Sonst kannst du es vielleicht mischen oder sagen, okay, das geht noch. Aber ich glaube, das ist sogar zu hell für mich. Das ist auch einfach viel zu gelb für dich. Also keine Ahnung. Ist okay. Aber wie gesagt, könnt ihr ja verschenken, verkaufen, wie auch immer. Ist trotzdem hoher Wert. 10 Euro, glaube ich. Das stimmt. Ich will mich auch nicht beklagen. So, 29. Jetzt wird es langsam richtig spannend, was hier noch so kommt. Lipliner. Ein Waterproof Lipliner. Cool. In der Farbe Sugar Glass. Insgesamt muss man wirklich sagen, dass NYX, oh Mann, sehr, sehr viel mit Nude-Tönen hier im Kalender gearbeitet hat. Und nicht so dieses typische Rot da rein. Finde ich aber schön. Finde ich auch gut, weil das ist auch viel alltagstauglicher, ne? Ja. Und ich glaube, Nude trägt eh jeder. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wer trägt Nude? Ich glaube, alle. Ja. So, was war denn jetzt dran? 29, oder? Ja, jetzt kommt schon 30. Da. Ach so, 30 bin ich jetzt schon. Okay, krass. Oh, das ist cool. Die mag ich voll gerne. Das sind diese Öldinger. Das sind hier die This Is Everything Lip Oils und die sind meistens so fast farblos. Ich kenne die noch gar nicht. Die finde ich richtig gut. Doch, die sind echt toll. Ich bin so schauen die aus. Ja. Die sind wirklich super. Kann ich nur empfehlen. Auch Full Size. Jetzt bin ich gespannt, was in der 31 ist. Los, mach auf. Ja. Boah, riesig, ne? Richtig groß. Mhm. Palette. Bestimmt eine kleine Palette bestimmt. Ich bin eigentlich sicher. Habe ich doch gesagt. Die ist wirklich gut. Love You So Mochi. Süßer Name erstmal. Highlighter-Palette. Mhm. Krasse Highlighter-Palette. Kenne ich auch noch nicht, aber ich bin da, wie gesagt, noch Anfänger. Ich habe noch nicht so viele Produkte gesehen von denen. Aber wow. Ja, was sagst du zum Kalender? Es gab nur ein kleines Brötchen. Ja, das habe ich dann nicht verstanden. Aber vielleicht mussten sie echt sparen, damit sie die Palette da rein tun können. Ich fand es mega. Krass. Also der beste Drogeriekalender, kann man so sagen, oder? Den es gibt und geben wird. Das kann keiner toppen. 31 Türchen. 50 Euro, schon ein bisschen teurer. Aber, aber ich wollte nicht ins Wort reinbringen. Wir blenden jetzt den Warenwert riesig hier ein. Ja. Was schätzt du? Gib mal eine Schätzung ab. 220, 30 Euro. Ja, ich hätte auch 260 sogar so geschätzt. Das Vierfache von diesem Kalender. Das ist schon Bombe. Ja, und nur Produkte eigentlich, die man auch verwenden kann. Ja. Klar, ein, zwei Sachen, ne? Hm. Zwei Sachen waren wirklich nicht tragbar. Ja. Oder drei Sachen mit diesem Lip-Dings, ne? Ja. Die waren wirklich nicht so tragbar. Aber von 31 Sachen,
Ne? Kann man nicht sagen, man kann sich nicht beschweren. Also ich bin sehr, sehr überrascht von diesem Kalender. Ich kann ihn nur weiterempfehlen, du wahrscheinlich auch. Ich auch. Und genau deswegen wollen wir natürlich einen verlosen. Einen gibt es nämlich bei Sarah im Video zu gewinnen. Schaut da also vorbei, auch da seht ihr die Bedingungen. Und einen gibt es auch bei mir. Ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich meinen Kanal abonnieren. Das wäre gut. Und weil sich das so viele gewünscht haben, wird diese Verlosung diesmal auf YouTube stattfinden. Das heißt, schreibt einfach irgendeinen Kommentar, irgendwas, eure Meinung zu dem Kalender. Und dann werde ich den Gewinner anschreiben. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch. Mega. Cool. Ja, das war es dann auch schon, oder? Ja, und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir auch mal zu zweit waren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.